Frag doch mal die Maus, Sedlacek wird neue Moderatorin. Die Wissens- und Spielshow Frag doch mal die Maus bekommt eine neue Gastgeberin, Moderatorin Esther Sedlacek, 37, wird künftig durch die Sendung führen. Wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Ihre erste Show läuft am Samstag, 20. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten. Gastgeber in einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar. Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren, schwärmt Sportjournalistin Sedlacek von ihrem neuen Job. Die Maus begleite sie, seit sie denken könne. Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt. Gibt sie zu und verspricht, zusammen mit dem Mausexperten-Team machen wir uns auf die Suche nach den faszinierenden Antworten auf viele verrückte Kinderfragen. Alles in allem freue sie sich sehr auf diese tolle neue Aufgabe. Als Gäste ihrer Auftaktshow haben sich Mark Forster, Nico Santos, Carolin Kebekus, Horst Lichter und Michael Kessler angemeldet. Frag doch mal die Maus gibt es seit 2006. Bis Ende 2009 führte Jörg Pilawa, 57, durch die Sendung. Seit 2010 heißt der Moderator Eckhard von Hirschhausen, 55. Und auch er bekommt eine neue Aufgabe. Am 6. Mai präsentiert er erstmals die Sendung Was kann der Mensch? Dazu verrät er, in der Tradition von Hirschhausens Quiz des Menschen darf sich das Publikum in meiner neuen Show Was kann der Mensch? Auf außergewöhnliche Talente, medizinisches Wissen und beste Unterhaltung freuen. Anführungszeichen. In der Auftaktsendung werden unter anderem Dietmar Bär, Bjarne Mädel, Jana Ullmann und Simone Tomalla mit von der Partie sein. Zu seinem Abschied von der Maus sagt Eckhard von Hirschhausen, über 12 Jahre lang durfte ich mit viel Spaß und Herzblut Frag doch mal die Maus moderieren. Ich freue mich, diese tolle Sendung bei Esther Sedlacek jetzt in den besten Händen zu wissen. Anführungszeichen.